Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Guide. Es ist wieder soweit, die Aszendenten-Herausforderung ist wieder am Start. Woche 5 vom 2. Oktober bis zum 9. Oktober. Falls ihr euch das Video später anschaut, also nach dem 9. Oktober, dann bringt das Video nichts mehr für euch. Also tschüss! Für alle die, die sich das Video in dem Zeitraum anschauen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Königinnen-Laubtinktur. Diese Woche braucht ihr ja nicht so weit latschen. Ihr fliegt einfach zur Landezone in der träumenden Stadt, dreht euch einmal direkt um und hinter euch ist auch gleich der verlorene Sektor. So, am besten davor nehmt ihr dann Schluck von der Königinnen-Laubtinktur, nehmt sie euch zur Brust, gibt sie euch, gönnt sie euch und durchquert den verlorenen Sektor erstmal. Für alle die, die nicht wissen, wo ihr die Tinktur herbekommt, die droppt ihr zufällig bei Events, Patrouillen und wenn ihr da einfach rumeiert in der treuenden Stadt, kriegt ihr die rein zufällig oder es gibt auch eine Möglichkeit, sie in der Stadt zu kaufen. Falls ihr gerne wissen wollt, wo ihr sie kaufen könnt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde euch dann erklären, wo ihr dahin müsst. So, normalerweise könnt ihr hier ganz locker durchrennen, ihr müsst gar nicht die Gegner irgendwie töten. Seid nur halt ein bisschen vorsichtig hier mit den Tretminen hier. Könnte unangenehm werden. Und da ihr ja die Tinktur gesoffen habt, öffnet sich hier ein Portal, wo ihr einfach reinspringt. So, nun wünsche ich euch viel Spaß. Guckt euch den Laufweg an, wird eine lustige Sprungpassage. Gönnt's euch und viel Spaß dabei. Jetzt auch nur noch ein paar Mal hüpfen und dann habt ihr das auch schon fast geschafft und seid unten angekommen in so einem komischen Pavillon oder was das hier für eine Scheiße sein soll. Nun müsst ihr einfach die Bosse hier töten, ein paar Hexen, ein paar andere Viecher und schon habt ihr die Aszendenten-Herausforderung erfolgreich abgeschlossen und könnt euch die Lootkiste gönnen. So Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.
Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Guide ein klein wenig helfen und ich hoffe, ihr habt die Aszendenten-Herausforderung schaffen können. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Loot bekommen habt. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.